Was machst du denn da? Körperpflege ist wichtig. Du bist echt so sinnvoll in der Werkstatt, wie ein Papst ein Doppelbett zu verkaufen, Alter. Wir machen heute mal was Sinnvolles. Wir haben lange kein Putzvideo mehr rausgebracht, deswegen, wir machen heute unsere Radhelme sauber. Die stinken auch. Riecht schon ganz schön. Klar, es klingt erstmal banal, seinen Radhelm zu putzen, aber es gibt ein paar Sachen, die man dabei beachten kann. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, seinen Radhelm mal wieder in die Hand zu nehmen und eventuell nach Bruchstellen oder anderen Beschädigungen zu inspizieren. Und ich würde sagen, wir fangen an, gemeinsam mit dem Richard. Ich helfe auch mit. Für mich, lieber Tobias, stellt sich die Frage, warum ich mich denn nicht einfach draußen in den Regen stellen kann und bei Wind und Wetter eben die Gezeiten und die Natur meinen Helm reinigen lassen kann. Ja, es funktioniert einfach nicht so gut. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich einfach mit ihrem Radhelm unter die Dusche stellen nach dem Fahren. Dann wird der Helm so ein bisschen muffig und das trocknet einfach nicht so gut. Deswegen brauchen wir, um den Helm von außen und von innen zu waschen, einen Eimer mit ein bisschen lauwarmem Seifenwasser. Und wenn wir den Helm ordentlich reinigen wollen, dann würde ich als allererst den Helm mal umdrehen und von innen das Polster rausmachen. Die meisten Helme haben so ein Klettverschlusssystem, da kann man ganz einfach das Polster rausdrehen und dann separat einfach in warme Laugenwasser reinlegen. Das mache ich. Und einfach ein bisschen sauber machen und auswaschen per Hand. Das geht ganz einfach. Wenn man noch ein bisschen fauler ist, kann man das Ganze auch zusammen sammeln und dann in einem Wäschebeutel in der Waschmaschine gemeinsam mit seinen Radsportklamotten bei niedriger Temperatur sauber machen. Und ganz wichtig ist jetzt dabei, wenn wir das ordentlich sauber gemacht haben, dass wir das Ganze an der Luft trocknen. Also nicht irgendwie in den Trockner werfen oder irgendwo Klamm irgendwo aufhängen, sondern schön auswringen, das Ganze schön sauber machen und dann beiseite legen. Im schlimmsten Fall ist aber das Polster so sehr verschlissen, dass man das gar nicht mehr retten kann. Aber eine regelmäßige Wäsche sorgt einfach dafür, dass unser Polster im Helm länger hält und besser frisch bleibt und vor allem besser riecht. Und sonst kann man natürlich auch bei diversen Radherstellern von Helm so Polster nachkaufen. Die gibt es eigentlich überall im Zubehör. Während wir die Polster trocknen lassen, können wir uns jetzt den Helm schnappen und mal ein bisschen durchschauen. Denn wenn die Polster raus sind, haben wir einfach einen besseren Überblick. Und jetzt können wir mal schauen, ob unser Helm nicht vielleicht in der Vergangenheit mal einen Schlag abbekommen hat, ob wir einen Sturz hatten und ob in der Struktur vom Styropor vom Helm vielleicht mal ein Riss ist. Denn ein Helm kann euch nur dann vollkommen schützen, wenn er ohne Beschädigung ist. Und deswegen sollte man immer den Radhelm sofort ersetzen, wenn da ein Riss zu sehen ist. Der ist jetzt soweit fertig und der kann jetzt schön ins Wasserbad, auch ins lauwarme Wasser mit ein bisschen Spülmittel oder Seife. Komplett einfach rein. So? Einfach komplett rein. Ich habe dir da auch schon ein Schwämmchen reingemacht, dass du jetzt schön in die Luftkanälchen alles schön sauber machen kannst. Und dann wird der Helm schön sauber. Und ich bitte dich am Ende auch nochmal ein Augenmerk auf die Helmriemen zu geben, weil da sammelt sich ganz gerne der Schweiß und dann hat man so weiße Ablagerungen. Und die einfach schön rauswaschen, damit der Helm einfach wieder frisch ist. Die sehen auch nicht gut aus, diese Helmablagerung. Ja, Tobi, putze ich dir, mache ich dir fertig. Ast rein. Und dann kannst du ihn gleich wieder abholen. Ich habe aber gleich noch eine Variante für ganz Faule. Das sieht echt gut aus, wie du das machst, Richard. Ich bin zufrieden mit deiner Arbeit. Den Helm können wir jetzt nochmal vielleicht mit klarem Wasser abspülen und dann legen wir ihn zu unseren Polstern vielleicht, trocknen das Ganze an der Luft oder in einem gut belüfteten Raum. Ich würde es jetzt nicht direkt in die Sonne legen, weil dann kann es sein, dass die Farben vielleicht ausgeben. Das wollen wir auch nicht. Und wenn das alles wieder schön abgetrocknet ist, dann können wir die Polster wieder reinsetzen und dann haben wir wieder einen schönen niegelnagelneuen Helm, der schön gut riecht. Das ging schnell. Wie versprochen haben wir natürlich auch noch eine Variante für die Faulen unter euch. Und zwar schnappt ihr euch dann euren Helm, nehmt ein trockenes, weiches Tuch und macht grob die Oberfläche sauber, entfernt den Staub, Dreck ein bisschen. Und dann kannst du hier diese Wunderwaffe holen. Das ist nämlich fürs Polster innen. Das schüttelst du gut und da kommt ein Schaum raus. Und den trägst du hier schön aufs Innenpolster rauf. Das lässt du dann schön einwirken. Und den Überschuss, den reiben wir dann nachher auch wieder mit einem Tuch raus. Und dann riecht der Helm wieder schön frisch und alle Bakterien sind abgetötet. Ist das nicht schön? Das geht schnell. Wie der Wind und riecht gut nach Zitrone. Schöne Zitrusnote. Jetzt wird gewartet. Während Richie hier den Helm jetzt vom überschüssigen Schaum entfernt, soll es das gewesen sein. Und ihr seht, ein Radhelmputzen ist kein Hexenwerk, sondern sollte eher eine Erinnerung an euch sein, mal den Radhelm wieder regelmäßig sauber zu machen. Und
das in regelmäßigen Abständen zu machen. Außerdem, wenn der Helm beschädigt ist, auf jeden Fall austauschen und teilt das Video am besten mit einem Kumpel, der einen richtig vermockten Radhelm hat und damit der mal sein Rad wieder sauber macht. Ich schick's dir dann mal WhatsApp, wenn's fertig ist. Perfekt, Tobi, dann lasse ich gleich den Daumen nach oben, den Abo auf dem Kanal da. Dann haben wir das auch abgehakt und können uns für dieses Video verabschieden. Macht's gut, Servus und Tschüsschen.